Als Titus zu seiner Familie kam, war er noch ein kleiner, flauschiger Welpe. Doch als er zu wachsen begann, erkannte man ihn fast nicht wieder. Jeder Hundebesitzer weiß, wie es ist, wenn man sich frühere Fotos eines Hundes anschaut und sich dann denkt, war er wirklich mal so klein? Bei Titus kann man sich allerdings wirklich nicht vorstellen, dass er jemals so klein war. Titus ist ein Alaskan Malamut. Diese Hunderasse gehört zu einer der ältesten arktischen Rassen und war früher ein unverzichtbarer Helfer in seiner Heimat. Er zog Schlitten und half als Jagdhund. Man sagt dem Alaskan Malamut nach, dass er intelligent ist und über einen großen Arbeitswillen verfügt. Diese Eigenschaften müssen natürlich stetig gefördert werden. Er benötigt außerdem viel Platz und Auslauf, damit er glücklich und vor allem ausgelastet ist. Des Weiteren sind diese Hunde anhänglich, freundlich und verspielt. Sie mögen einschüchternd wirken, aber in Wirklichkeit sind es sanfte Riesen. Das merkt man auch bei Titus. Inzwischen ist er 3 Jahre alt und wiegt beachtliche 55 Kilo. Durch seine Größe und sein löwenartiges Aussehen erregt Titus oft viel Aufmerksamkeit, wenn er draußen mit seinen Besitzern unterwegs ist. Wenn sein Aussehen nicht eine Aufmerksamkeit erregt hat, würde es seine Persönlichkeit tun, sagte die Besitzerin. Er hat eine erstaunliche Seele, die Zuneigung verdient. Er ist ein kleiner Charmeur, eigentlich ein ziemlich großer. Das war's auch schon. Erzählt den anderen Zuschauern in den Kommentaren doch mal von eurem Hund, wenn ihr einen habt. Auch ich bin darauf gespannt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und falls ihr Lust habt, könnt ihr euch noch gerne ein weiteres Video von mir anschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.